Das ist also, ich habe zwei etwas größere Geschenke und das ist ein großes Geschenk und wir sind noch ein paar Leute, deswegen. Und ihr könnt auch anderen Leuten Bescheid sagen, also ich warte damit jetzt ein Momentchen irgendwie. Könnt ihr euch jetzt wirklich überlegen, ob ihr das machen wollt oder nicht, ist es kein Muss. Es ist aber auf jeden Fall ein Dankeschön. Achso, ich wollte es ja hier eingeben. Warte, das hier. Diese Veranstaltung, ne, wie ihr da sehen könnt, findet am 19., 20. und 21. in Essen statt. Und die ersten, Tickets dafür gibt es hier heute tatsächlich zu gewinnen. Es wird so sein, dass es Tagestickets gibt. Und es gibt eine geringe Anzahl an Tickets für alle drei Tage. Und da das meine Veranstaltung ist, die Tickets wird es aber nicht vor Oktober geben wahrscheinlich. Also irgendwann im Oktober wird es die Tickets geben. Vorher kann man die tatsächlich nur hier gewinnen. Eigentlich müsste ich VIP-Gast sein. Bring auch einen guten Gin mit. Ja, sehr gerne. Also alle, die es werden auch irgendwann anbieten, ne, dass man hier helfen kann. Ne, dann kannst du hier umsonst pennen, dann kannst du hier umsonst essen und trinken, aber herkommen müsst ihr selber. Das ist halt so. Wir werden wahrscheinlich hier das WG-Hotel mit 15 Plätzen belegen können. So. Und da sollen die Helfer drin wohnen. Und natürlich frage ich die Leute, die am längsten mit dabei sind. Ist ganz klar. Aber wenn ihr ein Geschenk haben wollt, und das passt diesmal, weil davor ist Weihnachten, wenn ihr ein Geschenk haben wollt, verlose ich jetzt also nochmal, es gibt Tageskarten, ne, die kosten, ich kann das jetzt noch nicht genau sagen, weil es kann sich immer noch was ändern, je nachdem, was passiert. Die werden kosten 20 Euro. Da sind alle Getränke mit drin. Damit könnt ihr hier den ganzen Tag rein und raus, könnt also zwischendurch auch mal euch Essen angucken, könnt wieder rein, könnt euch hier alles angucken, mit allen quatschen, hier alles ausprobieren und so weiter und so fort. Mit allen Getränken. Und da kann man dann noch Essen zubuchen zum Beispiel. Aber auch da ist das letzte noch nicht gesprochen. Es ist aber tatsächlich so, dass man auch eine 3-Tageskarte kaufen kann. Ne? Ich glaube, wir waren also wie gesagt am Tag, irgendwas wird irgendwas zwischen 18 und 20 Euro sein. Also es kann auch, wenn jetzt irgendwer, du hast aber gedacht, kostet 20, sind aber nur 18,90. Das ist natürlich eine Katastrophe. Ne? Wenn wir dann bei 18,90 landen, ist das natürlich für Leute, die nur einen Tag irgendwie kommen wollen, schlimm. Ne? Aber ich würde tatsächlich gerne für Subscriber. Und wie gesagt, da könnt ihr euch jetzt überlegen, was ihr wollt. Zwei Tageskarten, die ihr, also zweimal, also erst, wir fangen erstmal damit an. Wie gesagt, wir haben noch 18 Stunden, 45 Minuten. Da wird es noch ein paar mehr Sachen geben. Ich werde jetzt hier raushauen, zwei Karten für einen kompletten Tag. Es wird auch, je nachdem, was passiert, tatsächlich auch zwei Karten geben für alle drei Tage. Und wir haben ja auch bis dahin noch ein bisschen Zeit. Also heute und auch bis dahin. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Für alle Subscriber hau ich jetzt raus. Zwei Tageskarten. Ja, zwei Tageskarten. Da kann man nämlich jemanden mitnehmen zum Beispiel. Da kann dann der Werbwolf jemanden mitnehmen. Da kann die Sumsebiene jemanden mitnehmen. Da kann der Herr Telion jemanden mitnehmen. Da kann so man subscribt halt und gewinnt jemanden mitnehmen. Für einen Tag. Also quasi im Wert von 40 Euro. Circa. und dann könnt ihr herkommen. Und, oder du kannst an zwei unterschiedlichen Tagen gehen. Digga, da hast du natürlich vollkommen recht. Dumm ist er ja nicht, der Mann, ne? Nee, natürlich. Zu einer Martin, ja, ihr seid so bekloppt. Ja, also natürlich kannst du das auch machen. Ne? Also es gibt zwei Karten. Zwei Karten für die Gamescom. Zwei Tageskarten. Ob ihr jemanden mitnimmt an einem Tag. Ob ihr zweimal an, also dann von mir aus, was weiß ich, Freitag, Samstag, Sonntag kommt. Könnt ihr natürlich auch machen. Für die
Gamescom, habe ich gerade gesagt, für die Arden Games. Arden Games 2018. Tageskarte. Sind knapp 40 Euronen. Und das möchte ich als Dankeschön für die Leute raushauen, die subscriben, immer diese Billigmessen. Darf ich anmerken, da schon 6,5? Janus, das kommt gleich. Aber ich weiß auch, dass gleich Leute ins Bett gehen und ich wollte eine schöne Sache noch raushauen und die, dann wird zwischendurch nachts natürlich auch immer noch eine Kleinigkeit geben und auch vielleicht mal gar nicht so eine Kleinigkeit, aber dann geht das halt richtig los ab morgen, Vormittag, Mittag nochmal und so. Bis halt, mein Gott, wir sind bis 19 Uhr hier, ne? Sozusagen. Würde sogar passen, hab keine Schule zu der Zeit, mal sehen. Also, alle Subscriber können mitmachen. Ich weiß gar nicht, ob ich dann da Kosten irgendwie reinmachen muss. Ich muss auf jeden Fall einstellen, Subscriber. Und Kosten, ein Liter will ich. Ich will ein Liter. Ich will ein Liter. Und das Ausrufezeichen dafür ist Ausrufezeichen 2018. Ich habe es noch nicht geöffnet. Und ich gebe euch, um euch zu überlegen, ob ihr subscriben wollt oder nicht, gebe ich euch 10 Minuten Zeit. Fuck, viel zu viel. Ein Liter oder was? Fick dich, Bot, ich bin Mod und erlösch trotzdem alles. Was? Wieso, was hast du denn gemacht? Digga. Bei mir hat dann, also ich sehe nichts, dass irgendwas gelöscht worden ist. Warte, ich guck mal eben nach. Fick dich, Bot, finde ich übrigens sehr geil. Fick dich, Bot. Ein Liter von unseren 2000 Geschenken. Ja, Frechheit, oder? Frechheit, Frechheit. Er sagt, Link gelöscht, obwohl da kein Link war. Also ich habe den Link hier. Ich habe den Link sogar auf dem... Er hat Scrabble.io gespielt. Habe ich sogar auf dem Dings hier. Also, bei mir ist nichts gelöscht. Weder in meinem Chat noch in dem offiziellen Chat. Steht bei mir nicht. Wie auch immer, ihr, wo genau ist das nochmal? Wo genau ist was nochmal? Die Arden Games 2018 ist hier im Unperfekthaus. Ach so, entschuldigt. Für die, die es nicht wissen, ich sehe kein Kappa und kein hier im Unperfekthaus. Warte, ich gebe es nochmal ein. Und liebe Kanya, ne, ich versuche übrigens den Marek und 1, 2, 3 seiner Gefährten auch hierher zu kriegen. Und das sieht nicht so schlecht aus. Pff, nur mal so, ne? Also nicht du, das, du musst jetzt nicht selbst subscriben, dass du weißt, dass er wahrscheinlich ja auch einen Raum hat und die sich präsentieren können. Viel Glück, ich muss schlafen. Yoshi, willst du nicht mitspielen? Möchtest du keine Karten gewinnen? Du kannst Ausrufezeichen, warte, ich mach's auf, für 10 Minuten. Für 10 Minuten. Dann kannst du jetzt Ausrufezeichen 2018 eingeben und dann bist du mit dabei, Yoshi. Weil, wäre ja blöd, ne? Es sei denn, du möchtest natürlich nicht. Ich weiß nicht, wer TK ist, oder meinst du TF? Ich versuche, den Marek dran zu kriegen. Also Leute, nochmal, wenn ihr mitmachen wollt und ihr gerade zuschaut, ich verspreche euch, das wird nicht das einzige Mal sein, dass wir Karten oder dass ich hier Karten raushaue und auch nicht nur für diese Veranstaltung. Dann subscribed und dann könnt ihr das gewinnen. Yoshi, siehst du, ja, aber ich meine, ne, dafür, ey, du bist dabei. Dafür ist es da, dafür mache ich's. Ich blend's einfach ein, was soll's. Warte, ich blend's ein. Dann könnt ihr sehen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist zu gewinnen. Warte, ich mach's ein wenig kleiner. Und hängen das mal hier hin. Und spiele theatralische Musik ein.
Und ihr könnt euch noch, ihr könnt es da ja lesen, noch 8 Minuten überlegen, ob ihr subscriben wollt oder nicht und mitmachen wollt oder nicht. Wie gesagt, gleich gibt es was wieder für alle. Keine Sorge, das ist hier nicht, wo du was machen musst, was du nicht willst. Das ist aber ein pures Dankeschön an die Leute, die das unterstützen. Und das finde ich einfach nur fair. Das soll nicht sein, dass andere mehr oder weniger hier... Was sagt der Herr Range immer so schön? Holzklasse. ich liebe die Holzklasse. Also, keine Sorge. Aber ich verspreche auch, dass das nicht das letzte Besondere sein wird, was Subscriber bekommen. Heute auch. Also, es lohnt sich schon. Ich halte sowas zum Beispiel, halte ich auch mal nur mal so in die Kamera. Einfach mal so. Ja, los! Und herzlichen Glückwunsch nochmal. Janus hat recht. 6,5 Stunden, 7,5 Stunden und immer noch nichts gespielt. Ja, das ist richtig. Aber ihr wisst ja, wie das hier ist. Ne? Und tatsächlich kann ja zum Beispiel, ne, wenn wir anfangen würden zu spielen, wird wahrscheinlich Warm-up für die Spiele. Ja, das gibt's gleich. Gleich gibt's Warm-up für die Spiele. Nein, das vorhin waren Tickets für die Warm-up für die Spiel. Tatsächlich. Das war im Oktober, am 25. Genau. Yoshi! Yoshi, schlaf gut. Und wir sehen uns. Wir sehen uns. Und danke trotzdem auch für die Hilfe und so. Schlaf gut. Na, ob sich noch Leute überlegen, zu subscriben. Wenn nicht, dann sind es TF, der Werbwolf, Yoshi, Sumsebiene und Sir Telion. Achso, ich sollte vielleicht Olli wenigstens ab und zu... Ach, als ob du das jemals machen würdest. Sonst wär's doch auch total langweilig. An alle Neuen, die hier gerade reinschalten. Ne? Ja, wir verlosen heute mehrere lustige Sachen über Keys, T-Shirts, Karten für Veranstaltungen. Das hier solltet ihr alle wissen. Hast du gelesen, was ich gerade geschrieben habe? Meinst du mich? Ach, was die Arten Games ist und nicht wo. Jetzt habe ich es gelesen. Entschuldige, manchmal rauscht es an mir vorbei ein wenig, vor allen Dingen, wenn ich hier gerade versuche, irgendwie was zu machen. Entschuldige, ich will ein T-Shirt. Tja, ne? Das kommt später. Was die Arten Games ist? Die Arten Games ist tatsächlich, also bald ist die Gamescom und ich habe von ganz vielen Leuten, die sich da präsentieren, die da Gäste sind, die da Aussteller sind und so weiter, gehört, das ist toll. Ich war letztes Jahr selber da, das ist auch toll. Das ist halt total anstrengend, weil es einfach so riesig ist. Ne? Es ist halt einfach total riesig und ich habe gerade das Beispiel gebracht. Zum Beispiel, wenn du vom Herrn Range ein Autogramm haben willst, musst du dich 4-5 Stunden anstellen und hast dann 2 Minuten Zeit. Ich weiß, er gibt sich super Mühe, ich weiß das auch. Das ist gar nicht böse gemeint. Eigentlich ist das sogar eher eine Veranstaltung für ihn. Das ist toll und die feiern das auch alle, aber es ist halt einfach zu viel und zu groß. Und wenn du ein Spiel anspielen willst, stellst du dich 2 Stunden in eine Reihe, darfst dann irgendwie 1,5 bis 2, 3 Minuten irgendwie was zocken und raus. Und, ja, wenn du Veranstalter bist, natürlich kannst du da dick auftragen und da Autos hinstellen und ein Raumschiff nachbauen und so, aber der Kontakt zu den Leuten und vielleicht auch mal rauszukriegen, wie die Leute das finden und ein Feedback zu haben, wenn du schon mal ein paar Leute am Start hast, ist nicht da. Also nicht so, weil die müssen hier einfach da durchhauen und durchschleusen. Und wir haben hier, stimmt, der Herr Range ist Gronkh, da habt ihr recht, da hast du recht, Talos, danke. Und hier im Unperfekthaus in Essen ist es tatsächlich so, dass wir hier 6 Stockwerke haben mit ganz vielen freien Räumen, die größer und kleiner sind. Und wir haben schon 4 Zusagen von Leuten, die kommen. Oder mehreren Leuten, die kommen, von Gruppen, die kommen und so. Und natürlich werden wir uns, also wir haben jetzt bis jetzt die Planung geplant und ab Montag geht die konkrete Planung los und Leute anschreiben und fragen, habt ihr Bock, Firmen anschreiben, Spielehersteller und so weiter und so fort. Sluggerfly von Ben und Ed, die Jungs sind hier, die bekriegen hier ein Zimmer, da werden wir schön was hinstellen.